Das Wort hat Frau Kewoch. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Mitglieder in Regierung und Parlament, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte meinen Redebeitrag auf einen Aspekt konzentrieren, der bereits von einigen Vorrednern aufgegriffen wurde und der mir persönlich sehr wichtig ist und in meinem Verständnis vorrangig Aufmerksamkeit verdient. Das Spannungsverhältnis zwischen gesellschaftlichen Interessen und dem Allgemeinwohl auf der einen und der Wahrung der persönlichen Grundrechte und Freiheiten eines jeden einzelnen Menschen auf der anderen Seite. Dieses Spannungsverhältnis spielt eine erhebliche Rolle in der Ausarbeitung und dem Ergreifen politischer Maßnahmen unter den aktuellen Umständen und umfasst zahlreiche Betrachtungs- und Auslegungsmöglichkeiten, die nicht zuletzt auch ethische und menschliche Facetten in den Vordergrund rücken. Ich erzähle Ihnen wohl nichts Neues, wenn ich sage, dass wir in spannenden Zeiten leben. Wir stecken live und in Farbe in einer gesellschaftlichen Entwicklung, wie sie noch nie dagewesen ist. Wir sind auf unsere persönlichen, altbekannt bewährten Strategien zurückgeworfen, um mit weitestgehend unbekannten und verunsichernden Umständen umzugehen. Ohne Netz und doppelten Boden wissen wir nicht, ob unsere Umgangsweise optimal oder dann doch eher suboptimal ist. Die zukünftigen Entwicklungen sowie der letztliche Ausgang dieser spannenden Zeit sind und bleiben ungewiss. Die Anwendung von bekannten Mustern, die in vergangenen planbaren, vorhersehbaren Strukturen ihre Effizienz bewiesen haben, erweist sich oftmals als abenteuerlich, wenn man versucht, diese auf neue Entstehungen anzuwenden. Das funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Meist jedoch ist Letzteres der Fall. Denn gewohnte Referenzpunkte sind nun einmal nicht einfach mal so auf die aktuellen Entwicklungen anwendbar. Es war halt noch nie so, wie es gerade ist, was im Grunde oftmals im Leben der Fall ist. Diese Unvorhersehbarkeit und Unplanbarkeit der Dinge kickt uns aus unserer gewohnten Komfortzone und löst Angst und Aufgeregtheit angesichts des Neuen und Unbekannten aus. Wenn wir gefühlt ohne sichere und bekannte Referenzpunkte auf unbekanntem Terrain mit unsicherem Ausgang navigieren, ist das nun einmal die menschliche Standardreaktion. Helfen tun Angst und Stress bekanntlich nicht wirklich. Meist blockieren sie uns sogar in unseren Fähigkeiten, klar zu denken und kreative Lösungen zu finden, eben neue Umgangsstrategien zu entwickeln. Es sind viele Fragen offen und jeder Einzelne versucht, auf seine eigene Art und Weise bestmöglich mit dem Unbekannten umzugehen. Leider Gottes bleibt da oftmals das Vertrauen in sich, die Welt, die Zukunft, manchmal auch in die Politik auf der Strecke. Wir tun jedoch alle, was wir können, mit manch guter und eben auch manch suboptimaler Wahl. Jeder Mensch wünscht sich Sicherheit für sich und seine Lieben sowie eine gesunde, chancenreiche Zukunft für die eigene Entfaltung und die seiner Kinder. Dieser Wunsch bemüht selbstredend einerseits die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten und eben auch den gegebenen Lebensrahmen, der durch Gemeinschaft, Gesellschaft, Kultur, Politik, Religion und so weiter gesteckt wird. Wir leben unser Leben und treffen unsere Wahlen im Grunde also immer schon in besagtem Spannungsfeld zwischen Eigenverantwortlichkeit und Selbstbestimmung einerseits sowie einem gesellschaftlichen, kulturellen und gesetzlichen Rahmen und Verpflichtungen andererseits. Dies scheint sich, wie so vieles, durch die Corona-Krise noch einmal mehr herauszukristallisieren und bewusster in den Vordergrund zu treten. Dabei obliegt es eben auch der Politik, besagten, einfassenden Rahmen maßgeblich mitzugestalten. Ein Umfeld aufzubauen, das die notwendige Sicherheit und persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten garantiert, sowie die größtmögliche Wahrung der individuellen Freiheit und Selbstbestimmungsmöglichkeiten für eben alle Menschen erlaubt. Man könnte also sagen, dass die Wahrung der demokratischen Grundrechte und Freiheiten eines jeden in Kombination mit einer gesunden Ausübung des eigenen gesellschaftlichen, ethischen und menschlichen Pflichten die Grundlage für den Kompromiss eines friedlichen und gemeinschaftlichen Miteinanders bildet, in dem jeder Mensch einen würdigen und gesunden Raum findet, der durch Gesellschaft und Politik verankert werden sollte. In diesem allgemeingültigen gesellschaftlichen Kontext bewegen wir uns tagtäglich und es ist die verantwortungsvolle Aufgabe unter anderem der Politik, selbigen mitzustecken. Diese Einfassungen ermöglichen vielleicht nicht jedem, alles ausschließlich dem eigenen Gusto nach zu handhaben und verlangen auch mal Einschränkungen zur Kompromissfindung, aber sie bilden nun einmal die Grundlage, den bestmöglichen Kompromiss und den größtmöglichen gemeinsamen Nenner, die ein Miteinander ermöglichen. Manchmal scheint es mir jedoch so, als ginge es dabei, besonders in den aktuellen herausfordernden Zeiten, darum, die Quadratur des Kreises zu finden. Es ist wahrlich eine Kunst, die der Vorsicht und des Fingerspitzengefühls eines jeden Beteiligten bedarf und das auch und vielleicht sogar gerade von der Politik. Um diese Quadratur des Kreises mit dem vorliegenden
mit dem vorliegenden Dekretentwurf möglichst optimal zu bewerkstelligen, sind als ergänzende Hilfsmittel Gutachten der Datenschutzbehörde und des Staatsrates eingeholt worden. Die darin formulierten Empfehlungen haben den ursprünglichen Entwurf des Dekrets ergänzt und verfeinert, was zu der vorliegenden Fassung geführt hat. All das mit der Ausrichtung, einen klaren dekretalen Rahmen für ein effizientes Tracing-System zur Rückverfolgung der Infektionsketten zur Bekämpfung der Corona-Krise zu schaffen, das als Werkzeug zur Aufrechterhaltung der Funktionalität unseres Gesundheitssystems sowie zum Schutz der Allgemeinheit bzw. der gefährdetsten Mitglieder unserer Gesellschaft genutzt wird, ohne dabei die persönlichen Rechte eines jeden zu sehr einzuschränken. Vorliegender Dekretentwurf ist im Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnungswesen und Energie intensiv besprochen und untersucht worden. Besonders auch im Hinblick auf den datenschutzkonformen Umgang mit den zu verarbeitenden sensiblen personenbezogenen Daten sowie das Recht des Bürgers auf Freiwilligkeit in der Zusammenarbeit mit dem Contact Tracing Center. In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass nur gewisse Mitarbeiter im Ministerium direkten Zugang zu den Datenbanken haben, die solche sensiblen personenbezogenen Daten enthalten, und dass alle Mitarbeiter vertraglich den diskreten und vertraulichen Umgang mit Informationen, die sie im Rahmen der Ausübung ihrer Tätigkeiten erfahren, zugesichert haben. Auch ist es so, dass, wenn ein Bürger vom Contact Tracing Center kontaktiert und gebeten wird, Informationen über die Personen mitzuteilen, mit denen er oder sie in der letzten Zeit in näherem Kontakt stand, niemand einen Nachteil hat, wenn er nicht kollaborieren möchte, und ebenfalls keine Bevorteilung besteht, wenn er die erfragten Informationen nennt. Es obliegt also immer der eigenen freien Entscheidung und der persönlichen Ethik, dem Contact Tracing Center Informationen zur Verfügung zu stellen, die zum Allgemeinwohl dienen können. Oder auch nicht. Niemand wird dazu gezwungen, und es können auch vom Contact Tracing Center ausgehend keine zwingenden Maßnahmen angeordnet werden. Diese Weisungsbefugnis obliegt immer noch ausschließlich dem Arzt-Hygieneinspektor, der sich gegebenenfalls einschalten kann, um einer Indexperson oder auch einer Kontaktperson zwingende Hygienemaßnahmen wie Quarantäne oder eine Testung aufzuerlegen. Es gibt sicher noch zahlreiche andere Aspekte dieses Dekretentwurfs, die zu besprechen wären und gebührende Aufmerksamkeit verdienen würden. Leider erlaubt mir meine verbleibende Redezeit keine weiteren Detailausflüge in diese verschiedenen Artikel und Zusammenhänge. Mir bleibt nur so viel zu sagen, dass es ebenfalls eines gewissen Vertrauens bedarf, mit dem Contact Tracing Center zusammenzuarbeiten, und dass ich alle Menschen dazu aufrufe, diese Entscheidung vor dem Hintergrund der eigenen Freiheit und auch der persönlichen Ethik und Verpflichtung unserer Gemeinschaft gegenüber zu treffen. Alles andere ist der eigenen Einschätzung zu überlassen, und das ist in einer freien, demokratischen Gesellschaft wohl auch gut so. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.